Schottendicht heißt es in Berlin. Kneipen, Restaurants und andere Geschäfte müssen in der Partyhauptstadt ab 23 Uhr ihre Pforten schließen. Zuletzt gab es das hier vor mehr als 70 Jahren. Nicht jeder ist damit einverstanden. Das mit der Sperrstunde ist jetzt halt wirklich schade, dass man halt jetzt hier echt nicht so frei leben kann und halt endlich mal wieder die Sau rauslassen kann. Das ist auf jeden Fall richtig und auch wichtig, denke ich, weil sonst zieht sich das ja wirklich ewig und wir wollen ja alle, dass es schnell vorbei ist. Wenn es darum geht, dass sich keine zu großen Gruppen treffen sollen, so, das machen sie dann wahrscheinlich zu Hause irgendwo. Für die Gastronomen könnten die Maßnahmen wirtschaftlich dramatische Folgen haben. Laut Hotel- und Gaststättenverband bangen schon jetzt fast 62% um ihre Existenz. Zwischen März und August brach der Umsatz um fast 56% ein. Dabei ist aus medizinischer Sicht gegen die Sperrstunde nichts einzuwenden. Also weniger Alkohol und weniger oft Treffen ist sinnvoll, epidemiologisch gesehen. Von daher ist diese Maßnahme stringent, auch wenn sie etwas sonderbar anmutet bei einer Bekämpfung einer Pandemie. Kritik kommt dagegen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Mit den neuen Beschränkungen werde ein falscher Fokus gesetzt. Größere Ausbrüche haben wir ausschließlich auf Massenveranstaltungen privater Art, Hochzeiten, Feiern, in Schlachthöfen, bedingt durch die Art der Belüftung dort und ansonsten wirklich nur sehr vereinzelt. Allerdings haben viele Großstädte auch die Beschränkungen für private Feiern verschärft und Teilnehmerzahlen begrenzt. Und für das heiligste Fest am Jahresende schwant vielen schon Böses. 34% der Deutschen sind laut einer Umfrage der Funke Mediengruppe besorgt, dass sie Weihnachten wegen Corona nicht so feiern können wie all die Jahre davor.